das war erstmal diese Sache, wie man, eine Methode, wie man diese Liebe untereinander bekommt. Ja. Dann, was ich jedem empfehlen kann, da werde ich auch nachher nochmal drauf zukommen, dass wir versuchen, uns hier so oft wie möglich zu treffen. Ja. Ihr seht selber, welche Aktivitäten es hier gibt. Und der Prophet Muhammad sagt, das Schaf, was von der Herde weggeht, wird vom Wolf gefressen. Deswegen guckt euch mal an, Alhamdulillah, wie viele Jugendliche hier heute sind. Jetzt schaut euch mal andere Moscheen an, die vielleicht viel größer sind, die vielleicht viel mehr Mitglieder haben. Aber schaut euch mal an, was da ist. Sehr wenig meistens. Und wenn, dann kommen die Jugendlichen mit, weil die Eltern sie mitgeschleppt haben. Aber hier, Alhamdulillah, kann man echt eine Entwicklung sehen, die mich so sehr freut. Und Alhamdulillah, jetzt ist die Moschee schon wieder ein bisschen größer geworden. Und ich sage dir, es wird immer größer, nur jeder soll einen mitbringen. Jeder soll einen mitbringen, mit dir hinbringen. Dann werdet ihr sehen, wie sich dieser Islam verbreitet. Ja? Dann, welchen Nutzen haben wir noch, wenn diese Liebe untereinander unter uns ist? Wir haben schon gesagt, dass wir die Eigenschaften der Sahaba haben, dass es eine Bedingung ist für den vollständigen Iman, sich gegenseitig zu lieben. Und der Prophet sagt auch, dass die stärkste Verbindung mit dem Iman das Lieben und das Hassen für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und dann die nächste Sache, die sehr wichtig ist, es gibt direkte Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt in einem heiligen Hadith, dass er am jüngsten Tag sagt, Einal mutahabuna fi jalali. Wo sind diejenigen, die sich für meine Majestät geliebt haben? Heute werden sie meinen Schatten bekommen, an einem Tag, an dem es keinen Schatten gibt, außer meinen Schatten. Was heißt Schatten von Allah? Heißt das jetzt, Allah hat einen Schatten in dem Sinne? Nein, wir wissen etwas, was zu Allah beschrieben wird, genau wie das Haus. Zum Beispiel die Kaaba ist Baytullah, ja, das Haus Allah. Das heißt aber nicht, dass Allah darin wohnt. Das ist ein Schatten, der halt von Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen ist. Heißt nicht, dass die Sonne jetzt über Allah ist und dann kommt der Schatten. Ja? Nur nicht, dass einer falsch versteht. Ja, weil Allah ist unvorstellbar über unsere Vorstellungskraft. Dann die nächste Sache, die nächste Punkt. Dann sagt er noch, Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Mutahabuna fi Jalali, lahuma nabiru min nurin, yagbituhum bihi al-Nabiyuna wa Shuhada. Die Leute, die sich für meine Majestät lieben, die werden am jüngsten Tag, also Manabir, wie eine Minbar, aus Licht bekommen und sogar die Nabi, die Propheten und die Shuhada, die werden also so das Verlangen nach diesen Dingen haben. Die darum, ja, nicht beneiden, aber so in diese Richtung, ja. So, das heißt, wenn wir gegenseitig für Allah lieben, Alhamdulillah, dann haben wir einen großen Lohn zu erwarten. Und vor allen Dingen, dieses Gemeinschaftsgefühl ist auch etwas, was viele Jugendliche anziehen. Ich weiß von hier ganz genau, hundertprozentig, dass man sich einfach in der Moschee wohlfühlt. Und in vielen anderen Orten, die was mit Islam zu tun haben, wo diese Muhabba untereinander, wo diese Liebe untereinander nicht vorhanden ist, man fühlt sich einfach nicht wohl. Du kommst rein, der redet über den, wer ist das, aus welchem Land kommt der? Guck mal, Alhamdulillah, hier sind wir sowas vom Bund gemixt. Afrika, Somalia, Türkei, Bosnien, Deutschland, Griechenland, Italien haben wir bestimmt auch. Auf jeden Fall, wir haben alles Mögliche hier, Alhamdulillah. Also alle möglichen Nationen haben wir hier, Alhamdulillah. Das heißt, hier ist keiner, der sagt, ja, wir sind ein Verein für Türken, oder wir sind ein Verein für Bosnier, oder ein Verein für Marokkaner, oder irgendwas. Innamal mu'minuna ikhwa. Und dadurch kriegt man schon dieses Gefühl, dass man sich wohlfühlt, und es ist danach erleichtert, dass wir zusammenkommen. Deswegen, und wenn der Prophet, wenn Allah im Koran sagt, wir sind barmherzig untereinander, dann müssen wir unsere zweite Aufgabe ernst nehmen. Welche? Dass wir uns umschauen. Umschauen in unserer Umgebung. Was ist mit meinem Nachbarn? Was ist mit meinem Arbeitskollegen? Was ist mit den ganzen Leuten? Und sogar die Kuffar, sogar die Nicht-Muslime. Dass du da hingehst und versuchst, sie mitzunehmen. Etwas von dieser Barmherzigkeit abzugeben, dass er zum Islam kommt. Oder ein Muslim, der nicht betet. Das gehört mit zur Barmherzigkeit. Dass du versuchst, jemanden einzuladen. Das ist eine wichtige Eigenschaft von den Gläubigen. Und darauf werden wir inshallah im zweiten Teil der Khutbah einkommen. Weil wenn wir die Liebe füreinander haben und wenn wir die Liebe für den Islam und die Liebe für Allah haben, ja, dann muss es auch dazu führen, dass wir Taten begehen.
Und Allah, der Prophet sallam, sagt, Thalathatun man wajada, man kunna fi wajada bihin halawat al-Iman. Drei Eigenschaften, wer die hat, der wird die Süße des Glaubens schmecken. Und die Süße des Glaubens ist besser als die Süße von Honig. Ist besser als die Süße von irgendeinem, von Süßigkeiten. Mars, Snickers oder was weiß ich. Sondern die Süße des Glaubens ist das, was die Menschen in die Moschee bewegt. Was Menschen damals dazu bewegt hat, den Islam auf der ganzen Welt zu verbreiten. Das ist die Süße des Glaubens, den diese Menschen gespürt haben. Was ist das? Wie kommen diese drei Eigenschaften? An yakuna Allahu wa rasulu wa habba ilayhi mimma siwahuma. Dass Allah und der Gesandte ihm lieber sind als alles andere. Du liebst den Gesandten für Allah. Der Gesandte steht von der Schöpfung über allen, außer natürlich dem Schöpfer, der ist ja keine Schöpfung. Allah steht an erster Stelle, dann kommt nichts und dann kommt der Gesandte Allahs und den Gesandten Allahs lieben wir für Allah. Weil Allah ihn liebt. Weil Allah ihn zu uns gesandt hat mit der Botschaft. Weil er ihn auserwählt hat von den Menschen. An yakuna Allahu wa rasulu habba ilayhi mimma siwahuma. Dass Allah und sein Gesandter ihm lieber sind als alles andere. Neben ihm beiden. Und dann, wa an yuhibbul mar la yuhibbuhu illa lillah. Und dass er eine Person nur für Allah liebt. Schaut uns mal an. Hier sind so viele Menschen, vielleicht hättest du mit denen nie was zu tun gehabt. Nie im Leben. Vielleicht in deinem vorigen Leben, ich sage jetzt im vorigen Leben, also bevor du mit dem Islam richtig angefangen hast, jetzt nicht Reinkarnation oder so, dann hättest du wahrscheinlich nie was mit dem angehalten. Vielleicht wärst du nie mit dem zusammengekommen. Er hat ganz andere Interessen. Du warst vorher ein Nationalist gewesen, jetzt, Alhamdulillah, bist du den Islam richtig am praktizieren, Alhamdulillah. Und auf einmal ist eine Verbindung zwischen dir da. Und dann die dritte Eigenschaft. An yakra an ya'uda fil kufri ba'dan ankadahu Allahu minhu, kama yakrahu an yukthafa fil nar. Dass er es hasst, zum Kufr zurückzukehren, genauso, nachdem Allah ihn davor gerettet hat, genauso wie er es hasst, ins Feuer hineingeschmissen zu werden. Und jetzt sehen wir auch so viele Menschen hier und deswegen schmücke dich mit deinen Eigenschaften. Beschäftige dich immer weiter, lese den Koran und du wirst diese Süße inshallah schmecken. Und glaub mir, wir haben so viele Leute hier, alhamdulillah, bei denen jetzt das Herz nur noch für diese Botschaft schlägt. Weil der Islam ist keine Nebensache, wie das in vielen Moscheen verbreitet wird. Ja, so, wir essen ein bisschen, wir treffen uns, ja, wir treffen uns mal ein bisschen, dann essen wir was, dann gibt es ein schönes Fest und das war's. Sondern Islam muss dein Leben sein. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Wahrlich, meine Opferin und mein Gebet und mein Leben und mein Tod sind für Allah, den Herrn der Welten. Wa bidhalika umirtu. Und dies ist mir befohlen worden. Wa anna awwalul muslimin. Und ich bin der Erste von denen, die sich Gott ergeben. Das muss dein Motto sein. Ich bin der Erste, der anfängt. Ich bin die Erste, die Hijab trägt. Ich bin der Erste, der Bart trägt. Ich bin der Erste, der sich für diese Religion einsetzt. Subhanallah, Talha ibn Ubaydullah, radiallahu anhu. Einer der zehn Ashara Mubashira, von den zehn, denen das Paradies versprochen wurde, zu Lebzeiten. Und natürlich anderen auch noch. Aber der zu den ganz großen Gefährten gehörte. Was war mit ihm? Er ist damals in den Irak gegangen, als Händler mit 15 Jahren. Und dort hat er einen von den Leuten der Schrift getroffen. Einen Schriftgelehrten. Ja, von den Juden, der zu ihm gesagt hat, in dieser Zeit wird bei euch der letzte Prophet auftreten. Er hat gefragt, wo sind die Leute aus Mekka? Wo sind die Leute aus Mekka? Wo sind die Leute aus Mekka? Dieser Schriftgelehrte von den Ahlul Kitab. Und er hat gesagt, ich bin aus Mekka. Dann hat er ihn gefragt, ist Ahmed schon bei euch aufgetreten? Er hat gesagt, welcher Ahmed? Was Ahmed? Ja, in dieser Zeit wird bei euch der letzte Prophet auftreten. Und dann sagt er zu ihm etwas ganz Wichtiges. Und das ist ein Motto, was wir uns hinter die Ohren schmieren müssen. Egal ob Mann oder Frau. Er hat gesagt, er wird in dieser Zeit zu euch kommen und lasse, sorge dafür, dass dir keiner zuvorkommt, ihm zu folgen. Das heißt, sei der Erste, der sich diesem Propheten anschließt.
sei der Erste, der ihm folgt. Man sagt, Talha ibn Ubaidullah war der Achte, der den Islam angenommen hat, wird gesagt. Er ist nach Mekka zurückgekommen, hat direkt gefragt, Abu Bakr hat ihn eingeladen zum Islam und dann hat er den Islam angenommen, der Iman kam in sein Herz. Er hat sofort losgelegt und sofort fing die ganze Familie an, ihn zu foltern. Sie haben ihn mit mehreren Leuten zusammengeschlagen, 15 Jahre alt. Aber der hat die Religion nicht aufgegeben. Warum? Weil er wusste, dass dies der Schlüssel zum Paradies ist. Weil er wusste, dass dies die Wahrheit ist, weil er dahinter stand. Und deswegen sage ich zu jedem hier, sei du der Erste, der diesen Propheten sallallahu alaihi wasallam verteidigt. Sei du der Erste, der diese Botschaft verbreitet. Sei du der Erste, der anfängt, Bart zu tragen. Sei du die Erste, die den Hijab trägt. Sei der Erste, die Erste in allem. Sei der Erste, die Erste, die anfängt, den Koran auswendig zu lernen. Und Wallahi, inshallah, wirst du am jüngsten Tag mit dem Propheten und Shuhada und den Nabiin und Siddiqin und Salihin zusammen sein. Mit dieser Eigenschaft. Und hier gibt es, und zur selben Zeit wirst du etwas bekommen, was die Süße des Glaubens ist, was dir keiner nehmen kann. Außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist das Beste in dieser Zeit, was du sowieso kriegen kannst. Viele Menschen, die streben nach Reichtum, streben nach verschiedenen Dingen, Auto, Frauen, alles Mögliche. Und sie denken, man könnte die Glücklichkeit am Kontostand messen. Aber das ist nicht der Fall. Denn wir sehen mit eigenen Augen, wir sehen Leute, die haben nichts von dieser Welt. Keinen Cent sozusagen, ja, übertrieben gesehen. Aber die sind glücklicher als der reichste Milliardär, der nur Angst hat um sein Geld. Deswegen, du willst reich werden, du hast Ziele. Glaub mir, du hast dein Reichtum direkt vor der Tür stehen. Komm in die Moschee. Du wirst einen Reichtum kriegen, der mehr wert ist als alles Geld auf der Welt. Schau dir an, wie viele arbeiten den ganzen Tag für irgendwelche Sachen, die ihnen nichts im Jenseits bringen werden. Komm hier hin. Versuche jeden Abend hier hinzukommen, mit den Brüdern zu sitzen, was vom Islam zu lernen. Und du wirst den Reichtum kriegen, der dir mehr bringt als alles andere, inshallah. جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا واستغفر لي لكم ولسائر المسلمين جزاكم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله liebe Brüder und Schwestern im Islam, ich habe gerade ein Teil über die Liebe für Allah, über die Liebe für Allah gesprochen. Worüber ich jetzt sprechen wollte, ist eine Pflicht, die wir leider in diesem Land sehr stark vernachlässigt haben. Und das ist die Angelegenheit der Dawah, beziehungsweise auch die Angelegenheit der Organisation der Dawah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Utu ila sabili rabbika bil hikmati wa maw'idati al-hasana wa jadilhum billati hi ahsan. Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und disputiere mit ihnen auf die beste Art und Weise. Und dieser Befehl ist nicht nur ein Befehl für eine bestimmte auserwählte Gruppe, sondern es ist ein Befehl für jeden Muslim. Denn der Prophet s.a.w. sagt, Belliru anni walau aya, verkünde von mir, selbst wenn es nur ein einziger Vers ist. Und Allah berichtet im Koran auch, dass dies das beste Wort ist. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Wessen Wort ist besser als der, der zu Allah ruft und Gutes tut und sagt, ich gehöre zu den Gläubigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala macht im Koran ganz deutlich darauf aufmerksam, dass diejenigen, die dieses Wissen verbergen, mit dem Fluch von Allah und dem Fluch der Fluchenden zu rechnen haben. إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ. Diejenigen, die das verschweigen, was wir herabgesandt haben, von den Aufklärungen und der Rechtleitung, nachdem wir es in dem Buch klar gemacht haben, diejenigen wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das ist keine einfache Angelegenheit, das ist eine harte Angelegenheit. Und Wallahi, ja, wirklich meine Meinung, ich glaube, viele Leute in Deutschland hat dieser Fluch getroffen.
Ich glaube, viele Leute in Deutschland hat dieser Fluch.